Willkommen zurück, Leute. Wir sind da das letzte Mal hier bei Star Wars in der alten Welt gelandet und suchen ja jetzt nach der Herrin der Laien. Aber vorher wird eine kleine Zwischenszene mit der Folge begonnen. Vorausgesetzt, die wird jetzt aufgebaut. Na los, trefft schon, trefft schon! Das kann doch nicht wahr sein! Sechzehntausend, Mr. Venden. Sechs hintereinander? Egal in welcher Zusammenstellung, ihr habt da doch eure Finger im Spiel, Mona. Gebt es zu! Alles ist möglich, wenn einem nur genug Daten zur Verfügung stehen. Wollt ihr sehen, ob sieben eure Glückszahl ist? Leute zu betrügen ist illegal, Mona Gale. Ich betrüge niemanden. Und Ritter haben hier nichts zu sagen. Doch, das tut ihr. Aber das ist mir egal. Die Herrin der Leiden, wo ist sie? Wenn ich wüsste, wo meine lukrativste, zurückgezogenste und gefährlichste Ernährerin lebt, würde ich das sicher keinem Ritter erzählen. Oder was immer ihr seid. Ich bin ein Ziff, antwortet uns... Antwort. Sie hat euch eine Frage gestellt. Gefragt und beantwortet. Danke. Schönen Tag noch. Bewohner von Sakul, hier spricht euer Imperator. Hört mir zu. Hoffentlich wird das gut. Die Kriminelle, die unseren großartigen Turm in Dunkelheit und Chaos gestürzt hat, wurde identifiziert. Der elendige Fremdling, der unseren unsterblichen Imperator, meinen geliebten Vater, ermordet hat, ist aus der Gefangenschaft geflohen, wobei ihm ein abtrünniger Ritter von Sakul zur Seite stand. Diese gefährlichen Aufwiegler wurden zuletzt in der alten Welt gesehen. Wer sie sieht, soll sich sofort bei einer Autoritätsperson melden. Wo waren wir? Ihr wolltet ihnen gerade sagen, wo sie die Herrin der Leiden finden. Ja, nur kann ich das nicht. Wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich sie kontaktieren kann. Sie kontaktiert mich, nie andersrum. Aber sie trifft sich hin und wieder mit den Herolden in Bruchstadt. Sie haben eine Art Waffenruhe ausgehandelt. Mehr weiß ich nicht. Bitte, wiegelt uns nicht auf. Genug mit dem Triumph? Oder vielen Dank? Ja, machen wir mal. Vielen Dank. Ich weiß die Kooperation zu schätzen. Weil ich euch dorthin schicke? Gut, ist ja nicht meine Beerdigung. Ja, Bruchstadt ist die Unterwelt der Unterwelt. Brutzeln können. Haltet euch aus allem raus. Da gibt es nur Korruption und Schmerz. Wir könnten Arkan fast dafür danken, dass er uns unabsichtlich geholfen hat. Diese Ankündigung hat euch bekannt gemacht. Wenn das unbeabsichtigte Hilfe ist, will ich nicht wissen, wie seine absichtliche Hilfe aussieht. So, ich werde jetzt mal kurz schauen, weil hier das Geruckel jetzt, was hier zu Anfang war, das ist nicht normal. Also werde ich mich gleich nochmal wieder melden. Okay, Leute, da bin ich wieder. Falls es jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir waren jetzt auf dem Weg nach Bruchstadt gewesen, genau, um die Herrin der Leiden zu suchen. Oh, hier geht's ein bisschen weit runter. Da möchtest du aufpassen, dass du keinen Schritt zu weit machst. Hier liegt schon wieder so ein Sprungtrupp. Komm ich hier jedes Mal auf Sturmtrupp? Los, ich will da runter. Ist ja cool, dass der Aufzug gleich hoch und wieder runter fährt. Da braucht das Ding wenigstens nicht so lange. Nimm die Bahn nach Bruchstadt. Also die Bahn. Das heißt, wir müssen da wieder hin, wo wir zu Anfang hergekommen sind. So. Da hinten. Bruchstadt, genau.
Dann mal los. Das ist es. Bruchstadt, wo harte Zeiten noch richtig harte Zeiten sind. Selbst als die Ritter noch die alte Welt kontrollierten, sind wir hier nie lange geblieben. Ich kann mir vorstellen, warum. Ich weiß, wo sich die Herolde befinden, aber freiwillig werden sie keine Informationen preisgeben. Ja, das ist nicht so wild. Mit genug Druck kann man auch die entschlossensten Eiferer brechen. Das stimmt. Ja, und den Druck, den haben wir ja. So ist es nur nicht. Sie waren entschlossen, euch zu treffen. Nein, Bruchstadt habe ich Ihnen gesagt. Das ist alles. Als ob ich es mir mit euch verscherzen wollte. Ihr, Gail, ihr habt die Flüchtigen gesehen. Kommt schon, ihr wisst doch, wie das läuft. Ihr gebt mir Credits, ich gebe euch Informationen. Wir wissen, dass sie hierher geschickt wurden. Sagt uns alles, oder ihr endet wie euer Partner. Welcher Partner? Ich glaube, sein Name war Rack, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr wisst, für wen ich arbeite. Und ihr wisst, für wen wir arbeiten. Tizzy. Reise zum Toreingang. Das müsste ja erstmal aufgebaut werden jetzt. Wo soll man denn jetzt überhaupt lang hier? Gott, die Straße ist überhaupt nicht einzusehen. Ich denke mal, dass wir hier lang müssen. Zumindest wird sie angezeigt auf der Straße. Die können uns nicht. Aktualisierung. Ich habe festgestellt, dass die industriellen Reinigungsmittel, auf die Master Vortena besteht, überaus tödlich sind, wenn sie direkt auf eingedrungene Kreaturen angewandt werden. Diese Feststellung sollte die Erfüllung des Auftrags deutlich beschleunigen. Was für ein Sadist, ey, Wahnsinn. Oh, das war knapp. Das wird schon wieder. Ja, da bin ich der Meinung. Ja, ne? So. Das war's. Dann können wir einmal hier ran. Zwischen uns und ihrem Anführer steht jede Menge Feuerkraft. Sie nennen ihn den Erhabenen. Arkan hat ihn hier eingesetzt, aber eigentlich ist er kaum mehr als ein Diener. Und nicht ganz bei Verstand. Wird auch Zeit, dass ihr endlich hier seid. Koth? T7 hat mir gesagt, dass ihr nach Bruchstadt wolltet. Den Rest habe ich mir selbst zusammengereimt. Ihr müsst ja einen hübschen Umweg gegangen sein. Was in Skyvers Namen macht ihr hier? Traut ihr uns nicht zu, dass wir die Sache erledigen? Ich bin euch aus gutem Grund jahrelang um Längen voraus gewesen. Es ist nicht meine Art, den falschen Leuten zu trauen. Nichts für ungut, Fremdling. Euch will ich wirklich vertrauen, also verrate ich euch was. Der Erhabene hasst Ritter. Er wird kein Wort mit Senja sprechen. Ich bringe ihn zum Reden. Also, ich gehöre zu den einfachen Leuten. Ich spreche ihre Sprache. Wenn ihr mit den Herolden ein Geschäft aushandeln wollt, bin ich euer Mann. Das sind wahnsinnige Verbrecher. Sie machen keine Geschäfte. Ich nehme Senja mit, ich nehme Koff mit. Wen nehmen wir denn mit? Senja, Koff. Wir nehmen mal Senja mit. Es ist offensichtlich, dass ihr beide nicht zusammenarbeiten könnt. Senja, ihr kommt mit mir. Koff, ihr haltet die Ohren offen. Ihr macht einen Fehler. Nicht die Augen offen halten? Wir machen einen Fehler, ja? Ja, wer weiß, wer weiß. Es könnte aber sein, dass du der Nächste bist. Da hinten müssen wir hin. Warum sind denn hier keine Wachen? Ach,
Die hat der hier wahrscheinlich ausgeschalten. Achso. Ich habe gerade gedacht, jetzt ein komplettes Standbild. Die Gegend sieht aus, wo das explodiert ist. Na, welche Folge war das? Zweite? Nee. Dritte oder vierte Folge war das. Wo der Reaktor Bums gemacht hat. Das könnte sogar passen. Die Brücke sieht zumindest ähnlich aus. Wo sind wir denn jetzt? Hallo. Das ist so schön. Erledigt. Zack. Oh, da waren ja mehrere, die habe ich gar nicht gesehen. Zwei habe ich gesehen, aber den, der hier gesessen hat, den habe ich nicht gesehen. Stärkeren, den holen wir uns gleich richtig, damit der nicht so viel Schaden anrichten kann. Und macht es. Ja, hat ja wunderbar geklappt. Warum habe ich denn die jetzt schon wieder erhält? Ich wollte mich heilen. Oh, wir können ja mal Zirnen machen. So. Hallo. Das war die Begrüßung. Erledigt. So. Nicht, du hast ein Ziel vernichtet. Sie würden all diese Energie in eine wahre Sache stecken. War das jetzt bloß einer? Tatsächlich. Total hohl. Der Arme. Danke, Fremdling. Ihr erspart mir die Unannehmlichkeit, euch jagen zu müssen. Die Unannehmlichkeiten fangen gerade erst an. Dankt mir nicht zu früh. Ihr seid kühn. Ich mag Kühnheit, aber euch mag ich nicht. Ihr dürft nicht in der alten Welt bleiben. Eure Anwesenheit bedroht die Ordnung, für die wir gekämpft haben. Ordnung, aber nicht Gerechtigkeit. Ihr lasst Verbrecher gewähren und beutet die Schwachen aus. Ihr seid Monster. Das wahre Verbrechen ist es, eine Gesellschaft zu kultivieren, die von untauglichen Narren geführt wird, die nicht wissen, was Elend ist. Und ihr, ich habe ein Abkommen mit Imperator Arkan. Keine Ritter. Verschafft uns ein Treffen mit der Herrin der Leiden. Und dann geht ihr? Das ist euer Vorschlag? Das ist kein Vorschlag. Tut es! Seid vernünftig, aber lasst mich das klarstellen. Damit meint sie, tut es, oder wir töten euch. Ja, ich hatte sie schon richtig verstanden. Interessant. Ich frage mich, was ihr wohl von der Herrin wollt. Was ist so wichtig, dass es das Risiko wert ist, hierher zu kommen? Ich habe das Gefühl, dass es euch nicht missfallen würde, wenn Arkan nicht mehr auf dem Thron wäre. Wenn ihr glaubt, ihn besiegen zu können, soll mir das recht sein. Arkan hat uns Macht gegeben und sie dann so sehr beschränkt, dass wir mit ihr nicht viel anfangen können. Und er hat Sakul jeglichen Geist ausgesaugt. Die meisten merken es nicht mal. Doch sein Untergang kann nicht durch euch herbeigeführt werden. Wieso nicht? Weil Korions Untergang, der Aufstieg von Arkan, es entspricht alles der Prophezeiung, ihr jedoch nicht. Erfüllt ihr unsere Forderung, oder muss ich andere Seiten aufziehen? Bei Syldroks Gnade, mir gefällt eure Leidenschaft. Doch wenn unser großer Schlangengott zurückkehrt, wird er den Tod über Sakul bringen und es von aller Falschheit reinigen. Und dazu gehört auch ihr. Auf mein Zeichen! Ah.
Schöner. Ich bin beschäftigt. Die Herrin der Leiden verlangt eure Aufmerksamkeit. Eine solche Spezies habe ich noch nie gesehen. Eure Kontrolle über die alte Welt ist mittlerweile zu einem Würgegriff geworden. Ihr handelt immer wieder gegen die Interessen der Herrin. Gerade erst kürzlich habt ihr ihre Vertragspartnerin Mona Gale ermorden lassen. Das kann warten. Ich habe Gesellschaft. Die Herrin hat beschlossen, die Bedingungen eurer Vereinbarung neu zu verhandeln. Wir hatten eine Abmachung. Und jetzt werdet ihr einer neuen Abmachung zustimmen. Vater! Brennan! Lass ihn sofort frei! Komm zur Klinge. Dort könnt ihr mit der Herrin über die Zukunft eures Sohnes sprechen. Und ihr? Die Herrin würde auch mit euch gerne sprechen. Gerne. Ihr seid weit weg von zu Hause. Sakul ist jetzt das Zentrum der Galaxis. Das macht es zu meinem Zuhause. Der Herrin der Leiden ist durchaus bewusst, wer ihr seid, Fremdling. Und nun weiß sie auch, was ihr beabsichtigt. Ich soll euch sagen, dass es mir gut geht. Und es stimmt. So viel dazu. Ihr werdet den Fremdling unter keinen Umständen töten. Verstanden? Verstanden. Tötet den Fremdling. Du hast aber nicht den Fremdling geschossen. Noch ein Goldner? Ja, dann. Oh, das ist so ein ganz Goldner. Dann nehmen wir den doch mit Vergnügen rein. Zack, wunderbar. Wieder irgendwas Grünes gekriegt, aber wahrscheinlich wieder etwas, was wir nicht gebrauchen können. So, ich denke mal hier nach oben, wa? Ah, das sieht gut aus. So, wo geht's hin? Was hatten wir gesagt? Finde einen Weg, Sicherheitsnetz abzuschalten. Ich glaube, war irgendwas anderes gewesen. Ja, gut. Das war jetzt wieder ein bisschen verzögert hier. Mann. Oh, das ist ganz schön verzögert gerade. Geht's denn da hin? Jetzt muss ich, glaube ich, rechts rum. Hallo. Hier von 25, na gut, das muss ich jetzt nicht noch machen. Das dauert mir wahrscheinlich ein bisschen zu lang dann. Aber wenn das... Oder wenn hier Leute sind, die größtenteils auf dem Haufen sind, dann geht's eigentlich. Wir schauen hier nochmal lang. Ach, wir müssen dann, glaube ich, eh in die Richtung, oder? So wie das aussieht. Ja. Ah, die Klinge, so hieß es, genau.
gerade überlegt, wie hieß denn der Ort? Ja gut, dann können wir das natürlich mitnehmen. Einfacher als ich dachte. Ja, finde ich auch. So. Jetzt brauchen wir noch 12. Wo geht's denn hier lang? Hier runter? So, sieht ganz danach aus. Aktualisierung. Meine Sensoren können keinen weiteren Befall an Bord der Gravestone orten. Empfehlung. Sie sollten 100 bis 200 Liter industrielles Reinigungsmittel kaufen, wenn Sie im Turm sind. Unsere Vorräte sind nahezu verbraucht. Was hat er denn damit nur angestellt? So, 5 nur noch. Nummer 2, das waren die falschen. Naja, passiert. So, 2 nur noch. Haben wir nicht hier irgendwo 2 in der Nähe, da hinten? Oder hier? Ne, da sind keine. Das ist bloß ein goldener und so einer. Ja, den tun wir meine Luftwirbeln jetzt hier. Zuck, das war's. Man kann sich Sonne um den da kümmern. Ja, hauen jetzt den weg hier. So. Können wir nämlich gleich dahin und uns mit der Herren der Leyen treffen. Hoffe ich doch, oder? Oh, zerstöre den östlichen Generator. Jetzt muss ich doch noch da lang. Wie weit? Ja, bloß ein kleines Stück. Das geht noch. Das ist nicht gut. Das könnte in einem richtigen Kampf ziemlich problematisch werden. So. Ah, jetzt kommen wir rein. Sieht zumindest so aus. Da das Netz ja weg ist. Oder das Lasergitter, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich war schon mal hier, bei der Klinge. Hier lebt nichts Gutes. Nicht? Das wollen wir gleich sehen. Oh. Ziel für euch ausgeschaltet. Ja, das will ich nicht. Aber wir können gerade andere Säulen. Uns mit diesen kleinen Fischen hier rumzustreiten. Ich habe ein Ziel für euch ausgeschaltet. So. Wir gehen mal hier lang. Vielleicht ist es besser. Oh, die sind aber ziemlich robust. Sind die aber deswegen so robust, weil sie machtsensitiv sind. Tja, keine Ahnung. Oh, mein Leben ist auch schon da ziemlich im Eimer. Der steht nicht mehr auf. Oh, wir heilen uns jetzt erstmal. So, was haben wir hier? Ja, wären wir vielleicht mal rechts lang gegangen. Da haben wir wieder einen großen. Ach, die sind ja alle. Na ja, gut. Dann kann sich Sonne damit beschäftigen. Und voll da! Oh.
das macht einen Spaß. Und wieder was Grünes. Und wir gehen Tür auf, abwärts, je nachdem. So, bevor wir weitermachen, höre ich jetzt hier erstmal auf. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein. Ciao.